Wisst ihr noch, dieser eine Junge, den ihr in der Klasse immer gemobbt habt und ihm gesagt habt: Halt die Fresse! Geh sterben! Du bist eine Schande für die Welt! Und ihn innerlich damit fertig gemacht habt? Eines Tages rennt dieser Junge nach Hause, weinend und von innen zerstört, und keiner weiß, was mit ihm los ist. Er schweigt sich jedem. In seinem Zimmer ist er ganz alleine, sitzt vor seinem Spiegel und lacht. Ein krankes Lächeln ist in seinem Gesicht. Es verfolgt dich in deinen Träumen, dieses Lächeln. Am nächsten Tag gehst du wieder in die Schule. Der Junge ist auch da. Natürlich willst du dir einen Spaß mit ihm machen und ihm ins Gesicht schlagen. Du schlägst auf ihn ein und merkst, in deiner Hand ist ein Loch. Der Junge lacht wieder und sagt nur: Wenn ich nicht reden darf, meinen Mund halten soll und nicht glücklich sein darf, dann töte ich halt. Er weint. Kennst du die Legende vom Slenderman? Es wird immer öfter von Sichtungen geredet. Viele meinen, dass es völliger Schwachsinn ist, weil sie ihn nur aus dem Spiel Slender kennen. Doch ich kann euch sagen, es gibt ihn. Aber er zeigt sich nur denen, die sich mit dem Thema befassen und an ihn glauben. Das heißt, wenn du dir denkst, dass er genau hinter dir steht, dann würde ich mich bloß nicht umdrehen. Gute Nacht. Hey! Vielen Dank, dass du dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es würde mich freuen, wenn du mir Feedback da lassen würdest, damit ich weiß, was ich besser machen soll. Wenn du willst, kannst du auch selbst einen großen Einfluss auf diesen Kanal haben, indem du mir eine selbstgeschriebene Creepypasta schickst. Und wenn sie mir gefällt, werde ich sie vertonen. Have a nice day. Dein Creep-Syndrom.